Ladies and Gentlemen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Dienstlachener Talkshow Das Maß ist voll. Wir freuen uns, Sie auch diesmal wieder im ausverkauften Maß begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung. Seht ihr hier, was ich für Frauen im Schlepptau habe? Noch nie gehabt, drei Gäste hatte ich gerade. Sind Sie von der Presse? Ja, herzlich willkommen zur 11. Auflage von Das Maß ist voll. Wir sehen uns gleich um 20 Uhr und ich gehe jetzt mit den Damen einfach mal Backstage. Wenn ihr uns in der Stunde nicht seht, dann weiß ich nicht. Ich darf mal vorgehen. Begrüßen Sie mit einem donnernden Applaus Ihren Moderator, Roland Donner. Guten Abend. Das Maß ist voll. Auf geht's. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist so verdammt voll. Schön, dass ihr da seid. Ja, was nach hinten kommt, möchte ich diesmal nach vorne bringen. Und zwar oftmals, wenn ihr schon zum 11. Mal dabei wart, dann wisst ihr, dass die Dankeschönsliste immer zum Schluss kommt. Und dann geht das immer so lange unter. Das finde ich schade. Weil das, was wir hier machen können, das kostet Geld, das ist nicht so mal eben zu bezahlen, das kostet Zeit, das kostet auch viel, viel Mühe, ja, und da sind wir froh, dass wir die Unterstützer haben. Und ich würde euch gerne bitten, das könnt ihr schon mal dann auch schön mit klatschen, dementsprechend nochmal untermalen, wer eigentlich dieses Format unterstützt und in welcher Form. Ich werde natürlich jetzt keine Gelder nennen, wenn es monetärer Beitrag ist, aber zum allerersten Mal möchte ich mich herzlich bedanken bei der Stadt Dienstlaken, dem Kulturamt, dem Bürgermeister Michael Heidinger, Thomas Termat, Stefan Hutmacher und Delia Kirchhoff. Ja, also das sind die Veranstalter dieses Formats zum 11. Mal. Und ich freue mich, ich hatte mit dem Bürgermeister noch ein Gespräch gehabt, die Budgetverhandlungen für nächstes Jahr sind noch im Gange und wir hoffen, dass es weitergeht. Wenn es nicht weitergeht, dann ist mit dem 30. November mit Regina Halmich, die jetzt wirklich kommt, dann Schluss. Also, ne? Darum, es wäre schön, wenn der ein oder andere vielleicht ja auch noch ein paar Schubladen oder Geld unterm Kopfkissen findet, vielleicht geht's ja weiter. Ganz wichtig, ich möchte mich herzlich bedanken bei der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe. Besonderer Dank an den Herrn Hefemeyer und auch den Herrn Wagner vom Vorstand. Herzlichen Dank. Also, ganz großer Löwenanteil. Das ist der Hofacker, glaube ich, richtig. Ja, Pressesprecher oder Öffentlichkeitsarbeit ist heute vertretend vom Vorstand dabei. Der wäre sonst auch da. Ich weiß, dass Herr Wagner auch sehr oft da ist. Aber auch der Bauunternehmer Helmich. Ganz besonders möchte ich mich bei Marc Helmich bedanken, der leider heute nicht dabei sein kann. Also, herzlichen Dank. Und was auch nicht zu kurz kommen soll, da vorne ist er, Werner Maas und Gemahlin und der Wilhelm Maas, dass Sie das vor einigen Jahren, Sie erinnern sich noch, wir haben uns zusammengesetzt, fantastisch. Vielen Dank, dass es weitergeht, auch mit dem neuen Pächter. Vielen herzlichen Dank, Wilhelm und Werner Maas. Ja, habt ihr schon gesehen, oben ohne die Mädels heute, ja, wir saßen alle schön heiß gequetscht da in dem Auto und von Hans Becker gesponsert. Vielen herzlichen Dank an Ulrich Kroll. Die werden jetzt unsere Prominenten in Zukunft immer hier vor die Tür fahren. Hoffentlich beim nächsten Mal von der anderen Seite, wenn die Straße dann wieder glatt ist, nicht? Der Sohn Maxi, vielen Dank, der war der Fahrer heute gewesen. Ja, Optik Bierfilter, der macht unsere Augen schick und er unterstützt, ganz wichtig, er unterstützt ja Lauf für die Liebe und Kidsvision. Denn wenn ihr auf eure Ticket schaut, 1 Euro geht an Kidsvision. Das ist ja mein Charity-Projekt, was mir sehr am Herzen liegt. Darum herzlichen Dank an Optik Bierfilter. Ich weiß nicht, wo er ist, ich sehe ihn jetzt nicht. Irgendwo dort hinten. Ja, vielen herzlichen Dank. So, Agentur Goldenhaus, die macht die tollen Plakate. Vielen herzlichen Dank, liebe Christina Goldenhaus. Immobilien im 2-Quadrat mit Ruth Watti und Uwe Duschinski, die sponsoren eben halt den Druck der Plakate. Vielen herzlichen Dank, lieber Uwe.
Gebt die Grüße weiter an die Ruth. So, wenn unsere Gäste kommen und wir lösen uns auf, am Abend danach, seit einigen Zeiten, gehen wir immer in das Weinrestaurant zur alten Apotheke. Vielen Dank an die Apotheke. Dort nehmen wir noch Kleinigkeiten ein und kriegen auch noch mal ein paar Getränke. Club 100 ist der Club für Wirtschaft und Sport. Das sind die Multiplikatoren, die uns hier neue Sponsoren besorgen. Vielen herzlichen Dank, Club 100. Friseur Schürmann macht uns immer hier die Haare schön und auch den Damen und visagiert uns immer. Herzlichen Dank, lieber Volker und Team. Die Milena heute auch. So, und gegenüber in der Neutor-Galerie möchte ich mich bei Jeremia Gonzalez und Julian Koch bedanken. Die machen oftmals die elektronischen Stelen, damit Sie erkennen können, wann denn der nächste Talk ist. Vielen herzlichen Dank, liebe Neutor-Galerie. Fotos werden immer gemacht und gepostet von Jennifer Eden, heute mal nicht mit Gummistiefel. Wo ist die Security? Wo ist der Werner an der Tür? Da vorne ist er. Ich glaube, der Werner ist zum 11. oder zum 10. Mal da. Ist das richtig? Du bist ein Mann, der erst... 10. Mal? Ja. 10. Mal. Also beim ersten Mal war, glaube ich, eine Dame. Vielen herzlichen Dank. Werner von WSDS, ist das richtig? Das ist kein neues Musikformat, ne? Also die Deutschland sucht den Superstar. Ach, du heißt Wolfgang. Ach, oh, okay. Also, vielen Dank an Wolfgang. Ja. Und nichtsdestotrotz möchte ich mich natürlich auch ganz, ganz herzlich bedanken bei Inge und Hans, bei dem Team, bei Gabi, bei noch einer Inge und der Malis. Riesengroßen Dank an die, die immer die Hopfen-Smoothies austeilen. Ja, ihr Lieben, und jetzt kommen wir zu unserem ersten Talkgast. Es gab einmal eine Frau, die führte unsere Stadt. Die ging dann nach Berlin, vielleicht hat sie uns satt. Ich werd sie mal was fragen, vielleicht schließt sich der Kreis. Willkommen, du Sabine, ich sprech hier von Frau Weiß. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Herzlich willkommen, liebe Sabine Weiß, Mitglied des Bundestages und ehemalige Bürgermeisterin der Stadt Dienstlaken. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ja, wow. Schön, dass du da bist, trotz der Hitze. Ja, auf deiner Visitenkarte, Sabine, steht stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag für Arbeit und Soziales, Arbeitnehmer, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Bist du jetzt für dich da angekommen, wo du hin wolltest? Also, ich habe mir nicht träumen lassen, dass das so schnell passieren würde. Und ich habe mir auch nicht zum Ziel gesetzt, relativ schnell stellvertretende Fraktionsvorsitzende zu sein. Ich denke, das muss man auf sich zukommen lassen. Und dann ist es so, wie es ist. Es macht mir sehr viel Freude. Ist eine gute Aufgabe. Und gerade im Bereich Entwicklungspolitik spinnt sich da ein roter Faden durch mein Leben, der jetzt irgendwo ein Stück dann auch angekommen ist. Aber liebe Dienstlakener, ich wohne nach wie vor in dieser Stadt. Diese Stadt ist meine Heimat. Das möchte ich hier nochmal ausdrücklich sagen. Und ich wohne gerne hier und werde auch weiterhin hier in Dienstlaken bleiben. Schön. Und ich bin dann erstmalig als Frau, und das macht mich natürlich besonders stolz, direkt gewählte Bürgermeisterin der Stadt Dienstlaken geworden. Aber ich möchte an dieser Stelle mal sagen, wenn du schon mein Geburtsdatum ansprichst, 26. Mai 1958, ich bin da gar nicht alleine zur Welt gekommen. Ich habe nämlich eine eineiige Zwillingsschwester, aha, die auch noch in dieser Region ist. Und die meisten Dienstlakener glauben ja immer, in den 10 Jahren meiner Amtszeit hätten sie immer nur mich erlebt. Ach nee, ist das so, ja? Aber heute kann ich versichern, heute bin ich es. Oh, ich wollte gerade sagen, ja, also. Heute bin ich es. Bist du, okay. Und da haben wir uns getroffen und da muss ich sagen, ich bin zum ersten Mal in so ein Parlamentsgebäude gekommen und dann wurde ich auch empfangen, also ich wurde richtig gecheckt, ob irgendwelche Bombengürtel bei mir sind. Ja, man weiß, ne? Ja, nie, so ein orangefarbener Gürtel, der fällt schon auf. Ja, ja, ne? Den hatte ich ja dann nur nicht angehabt, aber... Jetzt musst du mir mal aufklären. Ich habe da jetzt 3 Personen in deinem Raum, wobei das interessant war, da lief immer der Fernseher, aber auf tonlos. Also das heißt, ihr seid immer
online und ihr wisst direkt, was da jetzt passiert. Das hat das jedes Büro, ja? Ein Fernseher, der läuft dann immer... Ja, die Abgeordneten sitzen natürlich nicht die ganze Zeit während der Plenarsitzung im Plenumssaal. Das hat mich früher auch immer irritiert, als ich noch Bürgermeisterin war und mich nicht so damit so ein bisschen beschäftigt habe, was passiert da oben so in Berlin. Da habe ich immer gedacht, wenn ich so im Fernsehen gesehen habe, mal so einen Blick ins Plenum, habe ich immer gesagt, wo sind die denn alle? Ja. Kann doch nicht wahr sein. Ja. Also bei unseren Ratssitzungen war es immer nur so, tot und nur schwere Krankheit war eine Entschuldigung. Aber ihr müsst euch vorstellen, wir haben von donnerstags morgens 9 Uhr an durchgehend bis freitags morgens 2, 3 Uhr Plenumssitzung, unterbrochen durch eine Nachtpause. Dann geht es freitags morgens um 9 Uhr weiter bis zum Nachmittag. Das kann man erstmal nicht, also so die ganze Zeit da sitzen. Und dafür sind wir auch nicht gewählt. Ja, es gibt Kernzeiten. Die ersten 3-4 Stunden am Vormittag, wenn es Regierungserklärungen gibt oder ganz wichtige Themen zu debattieren gibt. Und ansonsten sind die Fachpolitiker da in den einzelnen Debatten. Und dann hat man viele andere Termine, so wie zum Beispiel mit dir im Büro oder an anderen Orten innerhalb des Regierungsviertels. Und überall muss man dann schon wissen, was passiert da gerade im Plenarsaal. Deswegen sind wir immer live dabei, welche Debatte geführt wird. Okay. Und wenn es dann zu bestimmten Abstimmungen kommt, man nennt das Hammelsprung, dann müssen möglichst viele rennen, damit möglichst viele dann durch die entsprechenden Türen gehen und dass die Abstimmung dann auch für die eigene Fraktion gewonnen wird. Deswegen sind wir immer so ein Stück auf dem Sprung. Vielen Dank erstmal fürs Erste, Sabine Weiß. Das ist ein schöner Abschluss. Die eine ist wat blond, die andere sehr brünett. Im Großen und im Ganzen sind wirklich beide nett. Die Gene dieser Frauen sind wirklich nicht astrein. Die Bäcker und Frau Sierp, trotzdem kommen sie rein. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Schätzelein! War! Und einmal mit Zunge. Ja, so ist das. Na Mensch. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Ja. Thekentratsch, Heike Becker und Kerstin Sierp, bekannt als Thekentratsch. Und neuerdings treten sie auf unter den Namen Die Becker und Frau Sierp. Jo, ja. Warum das denn? Bevor ich mich setze, ist der echt größer als ich jetzt hier. Ist doch nicht wahr, Heike, oder? Hättest du deine High Heels mal angelassen. Also du darfst dich auch gerne auf den... Ja, bitte. Ja, wunderbar. Bitte. So, mal, ist ganz anders. Soll ich mal auf die Frage antworten und das Ganze mal ein bisschen Struktur kriegt hier. So, pass auf. Warum heißen wir jetzt die Becker und Frau Sierp? Ich kann das sagen, wir hießen früher Thekentratsch. Eigentlich heißen wir ja auch immer noch ein bisschen so. Aber das war das, was wir früher gemacht haben. Wir haben an der Theke getratscht. Ja. Jetzt sind wir deutschlandweit unterwegs und viele sagen Thekentratsch, das klingt so ein bisschen... morbid. Was hast du jetzt? Denn nein, die Scheiß. Becker und Frau Sierp klingt einfach schmissiger und das ist für die große, weite Welt scheinbar annehmbarer. Also gewöhnt euch dran, liebe Leute, die Becker und Frau Sierp. Ja, so heißt man doch. Die Becker und Frau Sierp. Ja. Live hier beim 11. Ja. Das Maß ist voll. Aber was ihr ja noch gar nicht wisst, wir haben bevor wir jetzt hier vorgefahren sind, das habt ihr ja gesehen, die meisten zumindest, haben wir ja schon, wir hatten ja schon Schlüppernass, ne? In dem Auto, ne? Also das war der Hammer. Also wie wir da reingequetscht wurden. Ich saß wieder, weißt du, ich habe immer die Arschkarte. Ich saß auf dem Pin, wo der Gurt reinkommt, weißt du? Ich meine, nach einer Zeit gewöhnt man sich dran. In Lobech, ich komme ja aus Lobech, da habe ich auch immer als Kind auf dem Badewannenstöpsel, weißt du? Ich immer, meine Schwester hatte die schöne Seite, ich die. Aber sei doch ehrlich, dass das schön ist. Ja, hat sich nichts geändert, hör mal. Ja. Dazu, die Komponenteuse bist du, aber die Texteschreiberin ist Heike, oder? Die ganzen Sketche und so, oder kommt das zusammen? Bin ich. Ja. Bin ich. Aber du hast ja so viele Jobs hingeschmissen, da hast du ja ein Ideenpotenzial. Ja, und genau das, kommt, glaube ich, jetzt wirklich uns zugute. Ja. Das ist alles, was ich so im Leben erlebt habe, das kann ich jetzt quasi so rausmachen. Und meine Familie freut sich, dass ich das zu Hause nicht mehr mache. Ja gut, dann muss man trennen. Dann musst du trennen, aber das machst du dann unterwegs. Das ist cool. So, ja. Kerstin, du hast studiert? Ja. Was? Lehramt. Und zwar Biologie und Geografie. Biologie und Geografie. Hm. Hör mal,
Das heißt, du weißt jetzt genau, wo welche Gänseblümchen dann... Nicht fragen, die erklärt wieder. Genau. Achso, ja. Nee, bitte. Also, nein, ich muss mal ganz kurz erzählen. Die Heike mag gar nicht, dass ich Biologie und Geografie studiert habe, weil egal, wo wir sind, wenn wir unterwegs sind, da sie fängt schon wieder an zu gehen. Dann sage ich, guck mal, Heike, ein Toteissee. Und dann guckt die mich an und sagt, was? Ich sag, ein Toteissee. Die weiß gar nichts und ich weiß alles. Und das trennt uns sehr. Ich würde sehr gerne auch mal... ein bisschen was erklären, aber Heike will es nicht wissen. Nein, nein, okay. Nein, es interessiert mich einfach. Heißt also auch privat seid ihr komplett getrennt. Ihr macht ja nichts privat, nehme ich an. Nein, auch, ne? Nein, gar nichts. Gar nichts, ja. Gar nichts. Also ihr würdet auch noch nie aus der gleichen, von der gleichen Gabel essen. Nein, weißt du was? Nee, sowieso guck mal, weißt du, wovor die Angst hat? Guck mal, wenn ich da Glas nehme und dann mit meinem Lippen so... Aber ich kann halt nicht leiden, wenn andere aus meinem Glas trinken. Kennt ihr das? Da bin ich fies nein. vor. Das kann ihr nicht leiden. Die kann gar nichts. Nein, aber das ist auch das ist gut. Das, ja? Das ist gut, dass wir nichts gemeinsam haben. Ja. Das ist sehr gut. Ja. Das stört. So. Also wir haben uns gedacht, wenn, dann machen wir heute ein schönes, gemütliches Lied. Das ist ja so kuschelig und schön. So, und das ist ein Liebeslied. Also ein Liebeslied für alle Langzeitverheirateten oder die bald in ihren Ruhestand gehen. Ne? Die? Genau. Ah. Ja. Und das ist herrlich, also wenn man sich von morgens bis abends 24 Stunden. Herrlich. Papa ja. und Supporters, ja. sensationell. Ja, herrlich. Ja. Ist die Gitarre ja. laut genug? Ihr hört das, ne, oder? Müsst ihr sagen. Okay. Also, das soll sehr emotional sein. Also, wer jetzt noch heute Abend hier vielleicht so wie ich Single in Teilzeit ist oder so. Also kuscheliger wird er nicht. Nehmt euch in den Arm, schunkelt ein bisschen, das ist herrlich. Ich hatte mich grad hingelegt und spür, wie sich mein Bett bewegt. Mit einem Auge seh ich, da liegst du ja. Hast mich aus meinem Traum geweckt. Ich habe mich total erschreckt. Anstelle von Brad Pitt liegst wirklich du da. Und jetzt alle zusammen. Da bist du ja. Ihr könnt auch schunkeln. Da bist du ja. Da bist du ja. Ist ja, ich schunkelt weiter, das ist wie ein Ventilator, ja. Kommt alles hier hin. Echt cool, ja. Dein Schlafanzug, er kneift im Schritt. Warum zieht ihr die immer so hoch? Du bist wirklich nicht Brad Pitt, denn der wird sowas wirklich niemals tragen. Warum auch? Der wäre ja nackt. Dein Bauch hängt übern Hosenbund, du sabberst seitlich aus dem Mund. Dein Hals legt sich als Würstchen übern Kragen. Und jetzt alle! Übern Kragen, übern Kragen, übern Kragen, übern Kragen. Das herrlich. Das ist beim Master Mann, sensationell. Herrlich. Echt. Meine Fresse, freue ich mich auf die dritte Strophe. Ja, das Schöne an der dritten Strophe ist folgendes. Mädels, genießt die einfach. Lehnt euch irgendwo an, genießt die. Dienstlagner Jungs, ihr seid der Chor, freut euch. Ja, ja sicher. Feuert eure Jungs Mania. Seite, man muss ihn doch sehen. Ja. Da sind genug Exemplare hier heute Abend. Ja, mehrere. Die Ohren stehen seitlich ab und Zähnchen werden auch bald knapp. Dein Haupthaar auf dem Kopf, es wirkt verloren. Die Augen sind eingepresst, sein Doppelkinn passt zu dem Rest, sein Haar wächst
nur noch seitlich. Ohren. So, Jungs, jetzt sind eure, lasst hören. Aus den Ohren. Alle Männer. Aus den Ohren. Oh, ist das herrlich. Aus den Ohren. Und die Mädels. Aus den Ohren. Die Bäcker und Frau Schier. Ja. Oder auch Thekendraht. Ja. Wie Dankeschön. Auch immer. Ja. Ja. So. Ja. Guck mal, Melvin. Wir heißen die beiden willkommen. Ja, komm, ich kann auch zu dir kommen. Und musikalisch, genau. Wie immer. Ja, du brauchst ja nicht. Weil ein paar Fragen müsstest du ja nochmal gleich beantworten, ne? Ja. Bitte? Nee, aber die beiden, die jetzt kommen, ich glaube, die kennt jeder. So lange hinterm Tresen, zusammen mit dem Team da. Die Kneipe mit den Zweien, das hatte Dominanz. Willkommen, liebe Inge. Mit deinem Mann, dem Hans. Bam, bam, bam. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Herzlich willkommen hier zum ersten Mal und wahrscheinlich dann auch, ne, zum letzten Mal. Und da möchte ich jetzt eine Frage nochmal an die Inge stellen. Wie lange warst du jetzt mit Hans zusammen hinterm Tresen? Von? Vom circa? Zusammen, 30 Jahre. 30 Jahre? Circa. 36 Jahre. Ja, circa, war ja circa. 36 Jahre. Nicht circa, sondern genau. Genau, genau. Siehst du? Da geht schon, da ist schon los, da geht's schon los. Ne? Nicht circa, sondern genau, sagt der Hans. Ja. So ergänzt man sich. Ne? Aber ich sehe trotzdem so lange zusammen, aber die Haare in den Ohren gut gestutzt. Also der Hans weiß, wie man sich kleidet, auch als älterer Mann. Herrlich. Hans, was machst du denn jetzt mit dieser vielen Freizeit und deiner Inge? Ich suche noch ein paar Sponsoren, die mir Norderney finanzieren. Ich glaube es doch nicht, hör mal. Das glaube ich auch die nicht. Die Goldgrube in Dienstlaken schlechthin und du versprichst von Sponsoren, ja, Hammer. Nein, wo geht's hin? Wo geht's nach Norderney. Nach Norderney, ehrlich. Also, leichtes tränendes Auge, leichtes freundes Auge, wie seht ihr das? Mit beiden Augen, würde ich sagen. Ein schweres, ein leichtes. Ja. Aber ich glaube, ihr habt es auch. Es wird nicht einfach, aber ja. Wir müssen jetzt irgendwann an einer Stelle die Leine ziehen, ja, und Abschied auch gesundheitlich nehmen. Ist ja auch, ja, irgendwo mal auch es, erreicht. Es geht das irgendwann auch eine Belastung. An einer Stelle nicht mehr. Ja. Und da muss man dann fair und ehrlich zu sich selber sein und sagen, so, jetzt ist Schluss. Ja. Gut, ich will euch auch nicht jetzt länger sozusagen hier am Tisch vergewaltigen, aber wenn du bitte so lieb bist, ein Kräuter und ein Säckchen aus dieser... aus diesem Karton den beiden nochmal überreichen und dann dürft ihr natürlich auch gerne wieder nach hinten. So ein Säckchen natürlich Dienstlakener Perle für dat Inge. So, und ich weiß nicht, ob das jetzt dein Geschmack ist. Ansonsten kennst du das ja mit dem Wichtel, ne? Verschenken. Dienstlakener Hiesfelder Kräuter. Wir danken euch ganz, ganz lieb und jetzt viel Spaß wieder beim Braten, ne? Für die Frikos. Die guten Seelen von diesem Hause, Inge und Hans Ridderskamp. Seht ihr, wie ihr hier geliebt werdet? Hammer, oder? Das haben selbst Iron Maiden nicht auf der Bühne. So einen fantastischen langen Applaus. Inge und Hans. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Whoa. Ich merke schon, ihr kennt den Song. Für Inge und Hans. Whoa. Wenn in diesem Haus die Tür aufsteht,
und der Gast zu seiner Wirtin geht, dann ist die Zeit die größte Gefahr, denn du findest da kein Ende da. Denn zu 99% trifft man die Frau, die ein jeder kennt. Inge Rederskamp, was für eine Frau, bei ihr da waren wir öfters blau. Inge hat für sich bald Zeit, doch für uns, das tut uns leid. Wer lange Haare hat, kann... Keine Sorge, das Lied hat 12 Strophen. Nein. Wenn die Inge leise zu uns spricht, möchtest du ein Bier oder lieber nicht? Legt sie die Hand fest auf deinen Arm und du schmilzt dahin bei so viel Charme. Und wer seine Ohren näher bringt und dein Gehirn dann so säuseln sieht, Inge Rederskamp, was für ne Frau, bei ihr da war wir öfters blau. Inge hat für sich bald Zeit und für uns, das tut uns leid. Melvin Schulz, genannt Menningmann, der Haarige. Achtung! Wenn es hier mal um Geschichte geht und hier das Alter von 200 steht, es gibt hier keine Kneipe weit und breit, die älter ist als Mars, weiß Bescheid. Sei doch ehrlich, das ist der Hit. Auch Werner Willem, alle singen mit. Inge Rederskamp, was für eine Frau, bei ihr waren wir öfters blau. Inge hat für sich jetzt Zeit, doch für uns, das tut uns leid. So, noch 8 Strophen. Auch wenn's heute hier um Inge geht, auch gab es einen, der am Tresen steht. Der hat auch sich die 40 Jahre ganz voll aufgeopfert, ich sprech von Hans. Und die Kunden sind außer sich und sie singen, hört ihr es nicht? Inge Rederskamp, was für ne Frau, bei ihr, da waren wir öfters blau. Inge hat für sich jetzt Zeit und für uns leid. So, einen haben wir noch. Und dann gehen wir trinken und Pipi machen, ne? Yeah, 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 yeah. Nun, liebe Inge, kommt das Ende dran. Doch geht weiter nur mit einem Mann. Es sind gar 3, ja, das ist wahr. Axel, Ludger, Gerd, Tari, Tara. Und die ganze große Nachbarschaft singt vereint mit ganzer Kraft. Inge Rederskamp, was für eine Frau, bei ihr da waren wir öfters blau. Inge hat für sich jetzt Zeit, doch für uns, komm mal, Inge Rederskamp, was für eine Frau, bei ihr da waren wir öfters blau. Inge hat für sich jetzt Zeit, doch für uns, tut uns leid. Das tut uns leid. Yeah. Yeah. Dankeschön, Melvin Schulz, Menningmann. What the fuck.
Sabine, ich möchte jetzt mit dir oder auch mit euch nochmal auch eins deiner Herzensprojekte ansprechen. Ich sage nur Stichwort Philippinen und ich würde gerne, wir haben ja im Vorgespräch einiges angesprochen, ich habe, aber wir haben es gar nicht besprochen, aber ich habe viel gelesen und ich wusste gar nicht, dass das deine private Initiative war, folgendes Projekt aufzusetzen und ich würde mich freuen, wenn du ein bisschen darüber erzählst, wie ist das entstanden, warum ist das entstanden, denn es war bis hin, wo dann diese Personen auch sogar in Haft kommen sollten, ja? Vielleicht fängst du ja, mal an. Ja, es war 1989, ich war gerade ein halbes Jahr Anwältin und dann ist ein sogenannter Kölner Sklavenfall gewesen, so wurde es in der Presse tituliert. Es ging um 9 philippinische Frauen, die im Rahmen von Dienstleistungen im Kölner Bereich in Haushalten illegal gearbeitet hatten, zum Teil ausgebeutet wurden, die sind festgenommen worden, weil sie illegal waren. Und ich habe sie dann über das Kölner Frauenamt, bin ich beauftragt worden und habe sie dann samstags tatsächlich im Mülheimer Frauengefängnis, damals war das noch in Mülheim, und nicht hier in Dienstlaken besucht und habe die Vertretung übernommen. Ich mache es ganz kurz. Wir haben dann letztlich nicht über das Verwaltungsgericht, sondern über ein Petitionsverfahren an den Landtag erreichen können, dass die 5 jüngeren Frauen eine Kurzausbildung hier machen können, damit sie eben, wenn sie zurückkehren in ihr Heimatland, nicht sofort von den Schleppern wieder abgefangen werden und dann in möglichster Weise ganz anderen Bereichen tätig sein müssen. Und 3 von den Frauen, wir durften keine öffentlichen Mittel in Anspruch nehmen, 3 von den Frauen, die damals so 18 Jahre alt waren, haben dann letztlich insgesamt 3 Jahre bei mir gelebt, zu Hause. Und nach 3 Jahren, es entstehen Freundschaften, habe ich gesagt, ich komme euch mal besuchen. Und so bin ich das erste Mal in unser Dorf gekommen, nach Palapa Norte. Einige, die hier waren, waren auch schon da. Ja? Karin, Sigi zum Beispiel, okay. Die waren schon mit. Renate Seidel habe ich vorhin draußen gesehen. Da, Renate, ja. War auch schon mit. Und Palapa Norte, damals ein kleines Dorf mit ein paar Bambushütten. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, dass die Menschen da keine Grundlage zum Leben hatten, dass die Kinder hungerten. Tja, und dann fährt man nicht nach 3 Wochen zurück, nach dem Motto, ich habe Slum-Tourismus erlebt. Dann habe ich einen Verein gegründet, das war 1989, wie gesagt. Und seit, 1992, 89 waren die Frauen hier aufgegriffen worden. Und seit 92 haben wir diesen Verein, eine kleine private Initiative, aber wir haben mittlerweile 2000 Menschen im Projekt, die davon leben können. Wir haben Land gekauft, damit die Bauern Reis anbauen können, selbst ihre Lebensmittel anbauen können. Wir haben mitgeholfen, ein kleines Landkrankenhaus zu bauen. Eine von den Frauen, die hier bei mir gelebt hat, die ist mittlerweile Zahnärztin, ja, auf den Philippinen und sie verwaltet das Projekt vor Ort. Sie kommt auch immer mal wieder nach Deutschland, spricht hervorragend Deutsch. Ich bin einmal im Jahr da für 3 Wochen. Das erdet ungemein, kann ich Ihnen nur sagen. Ja. 3 Wochen mal in so einer Bambushütte zu leben mit ausgesprochen freundlichen, optimistischen und fröhlichen Menschen, trotz aller Armut, das erdet ungemein und das tut mir gut, das tut mir vielleicht mehr gut noch als den anderen. Wir haben jetzt eine Grundschule errichtet und neueste Projekt ist jetzt an die Grundschule, da gehen 200 Kinder zur Schule, weil wir sagen, die Bildung ist der kürzeste Weg aus der Armut. Ja. Und ja. Wenn jetzt hier aus diesem Kreis oder andere Leute dein Projekt unterstützen möchten, was müssen die jetzt tun? Kommen sie gleich zu dir oder kann man das gibt es eine Internetseite? Also es geht über meine Homepage, da steht alles drauf. Jan ist ansprechbar, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, jeder, der eine Spende macht, kriegt auch eine Spendenbescheinigung. Und Sie können sicher sein, erstens werden wir immer jährlich vom Finanzamt kontrolliert und das weiß jeder, der das muss, der beim Finanzamt durch muss, dass das eine strenge Kontrolle ist. Und Sie können sicher sein, jeder Euro kommt zu 100 Cent da unten an. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Heike, Kerstin, ihr habt auch mal etwas unterstützt oder seid ihr noch dabei? Und da ging es, glaube ich, um diese... Soll ich mal sagen, wie wir haben gesagt, wir wechseln uns so ein bisschen ab, weil das viel ist. Weil bei uns muss man sagen, wir sind ja sehr viel unterwegs, zu zweit und das neue Projekt, da wird oft gesagt, Bar, warum das denn? Und da würde ich gern was dazu sagen und zwar... Warum Bar? Ja, weil viele sagen, ja, es gibt so viele Dinge, natürlich, ja. Die gibt es überall weltweit. Wir machen jetzt was ganz anderes und zwar sammeln wir für ein Tierheim. Und dazu muss man wissen, das Tierheim ist nicht mal in Dienstlaken, das ist in Griechenland, aber...
Wir waren, ich fahre da seit vielen Jahren hin in den Urlaub und wir waren da und zwar genau in dem Jahr, wo also kein Geld mehr da war. Die sind an den Automaten gegangen und es gab kein Geld mehr und die Rentner sind hingegangen und wer was bekommen hat, hat es mit dem Nächsten geteilt. Und da stand eine Frau und da gab jeder Geld hin und ich habe mich gefragt, was ist mit der Frau los, ist die jetzt so arm? Nein, die betreibt in Aspro-Walter ein Tierheim. Und diese Tiere, die sonst in Mülltonnen landen, die werden da von Rentnern, die selber nichts haben, die werden gefüttert und gepflegt. Und der Hammer ist, wir wollen, dass dieses Tierheim, das ist unser Anliegen, in 5 Jahren nicht mehr existiert und wollen alle Hunde unterbringen. Ich habe mir einen mitgenommen, ein totaler Schwachsinnsgedanke, ist aber unser Torhund. Und ich habe 3 Stellen, wo jetzt Hunde hinkommen, weil das sind... Gerade diese Hunde, die so gequält wurden, sind so anhängig. Das sind die hervorragende Therapiehunde. Ja. Und die wollen wir einfach unterstützen, weil das sind Menschen, die haben selber nichts und setzen sich ein. Das ist unser Anliegen jetzt. Schön. Das ist unser neues Projekt. Ja. Sehr schön. Axel, schön, dass du da bist. So, das ist das neue Gesicht, ja. Nur mal eine kurze Vorstellung. Ja, neue Gesicht in diesen verantwortlichen Räumen, also offiziell ab 1. Oktober. Und ja, ein paar Dinge, bleibt alles beim Alten, gibt etwas Neues. Viele haben ja Sorgen gehabt, Mensch, ändert sich das oder wird sich hier was verändern? Ich kann euch alle beruhigen, es wird sich nichts verändern. Es bleibt so, wie es ist. Ich möchte, wir werden die Inge nicht ersetzen können, natürlich nicht. Inge ist also unser absolutes Vorbild. Aber ich habe immer gesagt, ich werde mir beste Mühe geben. Außerdem bin ich bei der Inge schon in der Lehre gegangen hier und habe mein Bestes gegeben. Die Inge wird es hoffentlich bestätigen. Ich halte das Mikro, und wir geben alles und wir versuchen, Maß so weiterzuführen, traditionell, wie es war und ist. Und wir werden hier nicht viel verändern. Und ich hoffe, dass ihr weiterhin unsere Gäste bleibt. Fantastisch. Fantastisch. Und damit der Einstieg hier auch gut funktioniert, kriegst du auch nochmal einen Kräuter. Vielen herzlichen Dank. Ja, und wir kommen gerne wieder. Und wir freuen uns auf dich. Danke sehr. Diesmal... Ich möchte 2 Sätze dazu sagen. Ich habe das angeboten, weil ich hier eben halt in meiner Heimatstadt bin und weil ich 10 Jahre Bürgermeisterin bin und in dieser Zeit das Lied häufiger mal gesungen habe. Ich nenne es das Bürgermeisterlied. Als Bürgermeister oder Bürgermeisterin muss man immer überall dabei sein. Man muss sich einmischen, man muss vorangehen und man hat überall seine Finger drin und manchmal tut es auch weh. Und jetzt singe ich ein Lied, das viele von euch vielleicht kennen und im Refrain vielleicht mitsingen, aber ich nenne es das Bürgermeisterlied, hast du die Finger drin und bitte sehen Sie es mir nach, das, was Heike und Kerstin gemacht haben, das schaffe ich so nicht, aber ich werde mich bemühen. Die Welt, sie ähnelt, sie verzeihen, zum Beispiel einem Haus. Durch manche Türe tritt man ein, durch andere tritt man aus. Doch alle Türen dieser Welt haben nur den einen Sinn. Wenn irgendwo eine Tür zufällt, hab ich die Finger drin. Da komm. Nee, manche Leute brechen das Genick, die anderen bleiben heil. Sehr viele Leute haben Glück, ich hab das Gegenteil. Doch wer mein Pech für Zufall hält, verkennt des Lebens Sinn. Wenn irgendwo eine Tür zufällt, hab ich die Finger drin. Das Geld hab ich noch nie vermisst. Ich fürchte mich davor. Denn wenn ein Mensch bei Kasse ist, dann braucht er einen Tresor. Und hätte ich einen Schrank voll Geld, ich ging ja doch nicht hin. Zu fällt, hab ich die Finger drin. Komm ich, der einst zum Himmel und der Petrus sagt herein und öffnet mit dem Schlüsselbund,
trau ich mich nicht herein. Es wird Zeit wie auf der Erdenwelt. Ich hab, wie ich nun bin, wenn dann die Himmelstür zufällt, hab ich die Finger drin. Danke. Weltpremiere Sabine Weiß. Hier sehr im schön. Das Maß ist voll. Vielen herzlichen Dank. Danke, danke. Ja, ihr Lieben, drei Topfrauen auf der Bühne. Und ich immer die Plörre ist meine. Ja. Und ich darf mich nun verabschieden von euch. Herzlichen Dank, dass ihr hier bei mir und bei uns wart. Fantastisches Publikum, fantastische Gäste. Immer, ja. Herzlichen Dank, dass ihr so lange ausgehalten habt, trotz der großen Hitze. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am 30.11. diesen Jahres wiedersehen. Wie gesagt, mit Regina Halmich. Da gibt es was auf die 12. Karten gibt es dann Anfang Oktober wahrscheinlich. Aber Achtung jetzt, es gibt jetzt keine Liste wie früher bei der Inge, sondern nur in den Vorverkaufsstellen Neutor-Galerie Infopoint, NRZ Laserservice, Niederrhein-Anzeiger, also auch alles in Dienstlaken, oder bei Medimax Ticketshop, oder wer natürlich Internets hat, der kann in www.westticket.de hineingehen. Oder natürlich auch gerne auf der Facebook-Seite, das Maß ist voll, einfach googeln, gefällt mir anklicken, dann werdet ihr immer informiert. Vielen herzlichen Dank, liebe Sabine, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut und auch diese tolle Zugabe, die war nicht geprobt und nicht geübt. Liebe Kerstin, vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Ja, jetzt erstmal raus oder was auch immer, duschen, Frikus essen. Ich habe mich gefreut. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten. Das Maß ist voll. Ihr Roland Donner. Zum Wohl, ihr Lieben. Prost. So, wir können natürlich ja noch Fotos machen und Unterschriften und Signaturen.